Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Maskentest-Video. Ich habe hier 4 Masken von Action, die ich besonders schön finde. Und zwar sind das Disney Princess Masken. Kann schon gar nicht mehr sprechen. Und das Video hat gerade erst mal angefangen. Und zwar ist das einmal Ariel. Und da steht drauf Deep Cleansing mit Perilla Leaf Extrakt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was Perilla heißt. Ich werde es aber gleich mal googeln. Dann Refreshing and Moisturizing mit Schneewittchen. Dann haben wir Deep Cleansing mit Tea Tree. Das ist hier Rapunzel. Und dann haben wir Refreshing und Moisturizing mit Orangenextrakt und das ist Cinderella. Ja, das ist sie doch. Und ich werde jetzt direkt mal googeln, was Perilla ist und dann werde ich mir mal überlegen, was ich für eine Maske mache, weil ich habe mir irgendwie da noch keine Gedanken zu gemacht. Okay, da steht jetzt, Perilla ist ein Sesamblatt. Okay. Wilder Sesam steht hier, aber ehrlich, ist das so bekannt? In Masken? Interessant, auf jeden Fall. Ich zeige es euch mal. So sieht das aus. Kennt ihr mit Sicherheit. Sieht man ab und zu mal. Interessant. Ich wusste es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das wusstet. Und ich glaube, die mache ich mal und das war hier Ariel. Habe ich gar nicht gesagt, oder? Habe ich Ariel gesagt? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall mache ich die da jetzt, weil mich das irgendwie total interessiert mit diesem Sesamblatt. Kann das richtig sein? Wir probieren es einfach mal aus. Ich denke, die gibt es auch aktuell noch bei Action. Das ist noch nicht so lange her, als ich die gekauft habe. Und die hat auch, ich glaube, unter 1 Euro gekostet. Ist bedruckt. Geruch riecht irgendwie ein bisschen. Riecht nach Brennnesseltee. War da auch Brennnessel gestanden? Ich gucke gleich nochmal. Ich trage es mir jetzt erstmal auf. Das riecht irgendwie wirklich wie Brennnesseltee. Und den mag ich besonders gerne. Trinke ich unheimlich gerne Brennnessel und Hagebutten. Also ich mag da eher so die Klassiker. Mach's mir mal drauf. Oh, riecht gut, wie der Tee. Hat nur ganz kleine Augenausschnitte. Oh Gott, süß und ganz kleiner Mund. Leute. Diese Maske wird alle Männer erfreuen, weil zum einen die Frauen, die können fast nichts mehr sehen, was die Männer alles so falsch machen. Und wenn sie doch was sehen, können sie nichts sagen, weil das Ding hier so dermaßen klein ist für den Mund. Also da kannst du die Klappe nicht so weit aufreißen, wenn da irgendwas los ist, was dir nicht passt. Also, liebe Männer, kauft diese Maske euren Frauen und ihr werdet die nächsten, wie lange? Die nächsten 10 bis 15 Minuten glücklich sein. Das ist natürlich auch besonders fies ausgedrückt. Aber steht da auch was auf Deutsch? Ja. Tiefenreinigende Gesichtsmaske mit Perilla-Extrakt. Reinigt die Poren und entfernt Schmutz und Öl. 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Okay, da ist noch ein bisschen Produkt drin, deswegen muss ich mal gucken, dass mir das nicht ausläuft. Und jetzt gucke ich noch mal genauer nach diesem Perilla. Nein, aber da steht halt Lippenblütler, aber was ist das denn? Sesamblatt oder ungenau Schwarznessel. Also ich finde, es riecht ein bisschen wie Brennnessel. Es ist vielleicht die gleiche Gattung.
Interessant auf jeden Fall, Geruch gefällt mir. Und da ich jetzt hier sowieso ein bisschen eingeschränkt bin, werde ich mich in 10 bis 15 Minuten nochmal bei euch melden. Hier bin ich wieder. Es ist jetzt schon ein bisschen länger vergangen als 10 bis 15 Minuten, weil ich noch online was kaufen wollte. So eine Weihnachtsdeko. Ich möchte gern so Watte und sowas als Schnee quasi ans Fensterbrett legen. Aber es ist nicht so einfach. Weil ich sehe es nicht ein, für ein Produkt, was dann 2,50 Euro kostet, 5 Euro Versand zu bezahlen. Das ist mir irgendwie zu doof. Dann habe ich da rumgeguckt und hatte was gefunden, wo man keinen Versand bezahlen muss. Ich hätte auch noch mehr gekauft. Aber als ich dann bestellen wollte, habe ich gesehen, dass ich dann doch Versand bezahlen muss. Obwohl da ganz fett drauf stand, keine Versandkosten. Und dann habe ich geguckt, okay, ich habe ja ein paar mehr Sachen. Ab wann muss ich denn Versand bezahlen? Dann stand da 40 Euro. Dann habe ich gedacht, nee, also 40 Euro wollte ich jetzt da auch nicht lassen in dem Shop. So viel hat mir auch nicht gefallen. 20, 25 Euro, okay, aber 40? Nee, dann habe ich jetzt gerade wieder zugemacht. Das heißt, es war jetzt für die Katz. Toll. Das heißt, ich werde morgen zur Action fahren müssen. Was soll ich machen? Also morgen oder Dienstag, weil ich meinem Mann gesagt habe, der soll die Sachen mal aus der Garage holen, die Weihnachtssachen, dass ich mal gucken kann, was das alles ist, was noch gut ist. Weil in der Garage, da ist auch ein bisschen feucht, da muss man dann immer mal gucken, was ist da überhaupt noch was. Aber wir haben jetzt aktuell keine andere Möglichkeit. Und ja, dann werde ich da mal nachschauen, was wir noch haben. Ja, die Maske hier unten hat sie sich halt abgelöst, wie man sehen kann. Aber hier oben hält es noch gut. Die war richtig schön angenehm. Hat mir so ganz gut gefallen. Jetzt werde ich die mal abnehmen. Ja, finde ich richtig gut. Hier hat es überhaupt nicht gebrannt. Es ist auch schon ein bisschen besser hier auch. Ja, für die meisten sieht es immer noch schlimm aus. Es gibt auch so... Ja, irgendwie am Tag habe ich dann mal so eine Stunde, zwei Stunden, wo das irgendwie wieder total schlimm aussieht und dann ist es wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, wenn ich halt irgendwie Haushalt mache oder irgendwas und die Hand beanspruche und dann geht es wieder los mit dem Entzünden und ja, dann ist es wieder schlimmer. Jetzt habe ich nichts gemacht. Nein, aber halt nicht so viel mit der Hand, ne? Ich bin ja Rechtshänderin, deswegen. Ja, das ist jetzt die Maske. Habe ich hier Augenringe? Bestimmt. Habe wieder nicht gut geschlafen die Nacht. Ich sehe aber gar nicht richtig was. Ich sehe nur, dass ich irgendwie aussehe, als hätte ich voll die Augenringe oder ein bisschen Mascara ist abgegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die Maske richtig gut, hat mir extrem gut gefallen. Wenn ihr die da habt, macht die mal. Wenn nicht, schaut mal bei Action, kauft sie euch. Ich finde, die war ihr Geld wert. Und meine Haut fühlt sich gut an, die spannt nicht, da ist nichts irritiert, da brennt nichts. Fand ich sehr angenehm. Das war es jetzt mit dem Video, war nicht so lang, aber eine Maske ist meistens nicht so lang. Aber das ist ein Video, das kann ich mal gut zwischenrein schieben. Oder ihr könnt es euch mal schnell so zwischen Tür und Angel anschauen. Das ist dann auch immer ganz angenehm. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!